Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes und die Spur der Vergessenen. Oder... Ja, ich denke mal, dass es dann doch irgendwas mit dem Rohr auf sich hat. Dass ich vielleicht das Falsche mitgenommen habe. Diese Rohre sind zu groß, ich kann nur eins davon tragen. Ja, und wie tausche ich das jetzt? Diese Rohre sind zu groß, ich kann nur eins davon tragen. Kann ich das? Diese Rohre sind zu groß. Ich kann nur eins davon tragen. Okay, ich kann die also umtauschen. Na, 10 passt auf gar keinen Fall. Was haben wir hier für eins? Nee. Das? Diese Rohre sind zu groß. Ich kann nur eins davon tragen. Ach ja, ich muss auch das Rohr ins Inventar nehmen. Diese Rohre sind zu groß. Ja. So, 16. Passt nicht. Diese Rohre sind zu groß. Diese Rohre sind zu groß. Ja. So. Ne, 22 dürfte... Ich probiere jetzt einfach alle durch, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich einen Glasraum bauen muss. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Okay. Diese Rohre sind zu groß. Passt auch alles nicht. Diese Rohre sind zu groß. Ich kann nur eins davon tragen. Ach, Junge. Na, das kann ja eigentlich nicht passen. Diese Rohre sind zu groß. Ich kann nur eins... Was mache ich denn da falsch? Aha, da waren wir nicht voll. Ah, das war es aber nicht, was gefehlt hatte. Warte, ich vermesse die nochmal alle kurz. Dieses Rohr hat einen Durchmesser von 16 mm. 16. Diese Rohre sind zu groß, ich kann... Ups, ich wollte eigentlich ein anderes haben, aber na gut. Na, die zwei passen schon mal nicht. Diese Rohre sind zu groß, ich kann nur eins davon... Ja... 16 mm. Könnte das? Nein. Aha! Na, endlich! So. Hatte ich also doch recht mit dem Blasrohr. Ich muss mich verstecken und... So, wie schieße ich jetzt auf den? Ah. Gut gemacht. Yeah. So. Hier gab es sonst nichts mehr. Aber da ist bestimmt irgendwas von Interesse drin. Ja, ist ja gut. Ein Brief von Gygax, das ist eindeutig seine Unterschrift. Ich verstehe nicht. Steine? Was für Steine könnte er meinen? Den habe ich jetzt aus Versehen weggeklickt. Nehmen Sie die übrigen Steine und verkaufen Sie sie. Dann verkaufen Sie den Rest der Waren bei Schnitzer, die, wie er gebeten hat. Ich möchte das alles nach meiner Abreise erledigt haben. Sie alles erledigt haben, ist schon klar. Dieses Produkt besteht hauptsächlich aus Pottasche.
Wenn es in einer bestimmten Zusammensetzung mit Wasser und Chlor vermischt wird, entwickelt sich beeindruckender Rauch. Aber dazu brauche ich eine Flasche oder einen anderen Behälter. Diese Kanister sind zu groß. Okay. Die Kiste enthält Flaschen mit dem Etikett Schwarzes Edelweiß, die genauso aussehen wie die, die im Londoner Versteck der Sekte gefunden wurden. Wie ich vermutete, kamen sie von hier. Ich werde eine mitnehmen. Ja, ha. Kleine rosa Kristalle. Genau wie dieser arme Kerl gesagt hat. Das muss es sein, was er will. Okay. Die Kisten enthalten Chlor. Buch? Das Buch scheint ein Bestandsbuch zu sein. Aber es ist kodiert und ich habe keine Zeit, es zu entziffern. Ich sehe Dr. Gygax Unterschrift unten auf jeder Seite. Interessant. In diesem Buch müssen wohl seine Lieferungen nach England genau aufgeführt sein. Okay. Sehr geehrter Herr Dr. Gygax, meine Sekretärin teilte mir mit, dass sie keine weiteren Lieferungen ihrer Bestellungen mehr erhalten möchte. Das ist äußerst unangenehm, denn wie Sie wissen, müssen wir uns, um die Waren für Sie aufzutreiben, große Freiheiten gegenüber der Gesetzeslage in diesem Land herausnehmen. Die Anzahl der eigens für Sie eingelagerten Waren ist beträchtlich. Da die Lagerung eine nicht geringe Gefahr für mich darstellt, habe ich den Preis bereits zweimal verringert, um Sie loszuwerden. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Entdeckung dieser Substanzen in meinem Lagerhaus Fragen der Behörde aufwerfen wird, die eine Verschiffung zu Ihnen sehr erschweren könnte. Mit freundlichen Grüßen, F. Schnitzer. Dieser Brief trägt das Datum von vor 2 Wochen. Okay. Tja. Chlor hätten wir schon mal. Ihr Labor scheint voll ausgerüstet zu sein. Chlor und Wasser, sagte der, brauche ich, ne? Und ein Behälter. Dieses Produkt besteht hauptsächlich aus Pottasche. Okay, habe ich noch nicht. Dann gehen wir halt jetzt erstmal die Steinchen wegbringen. Ja, wollte die, ne? Hier ist Ihre Medizin. Wenn ich Ihnen jetzt bitte ein paar Fragen stellen dürfte. Sie müssen in Wasser aufgelöst werden. Wasser? Ja, es ist welches im Garten. Toll, wie soll ich denn jetzt in den Garten kommen mit der Wache hinter mir? Diese Hebel sind merkwürdig. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Das kann ich nicht. Warum denn nicht? Die andere will es auch nicht haben, oder? Weil die sehen für mich irgendwie alle gleich aus. Na? Nee. Gefäß. Ich muss ja irgendwie an der Wache vorbei. Ups. Dafür brauche ich ja ein Gefäß. Ich habe auch keins bei mir außerdem.
eine Waage. Das kann ich nicht gebrauchen. Nee, hier ist ja auch nichts mehr. Nee, hier war nur die eine. Da oben denn noch eine Flasche? Da will er nicht lang. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Aha. Ah. Von weitem sehe ich jetzt aus wie ein Pfleger. Gut. Wir speichern aber lieber trotzdem. Sicher ist sicher. Können wir jetzt vielleicht die Puppe abgeben? Das kann ich nicht. Nee. Ich sehe von weitem aus wie ein Pfleger. Vielleicht kann ich dann an dem Typen vorbeihuschen. So. Nee. Kann ich nicht. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Dann. So. Ich brauche also immer noch irgendwie eine Flasche. Beziehungsweise ein Gefäß. Oh, soll ich sowas herkriegen? Hier ist nichts. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Ich würde gerne irgendwie weiterkommen. Ihr Labor scheint voll aus. Warte mal. Okay, doch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht müsste ich ja der Puppe ein Toupet anziehen, damit sie auch etwas weiblicher aussieht. Aber dem ist wohl nicht so. Ach so, ja, hier kann ich ja jetzt auch lang. Ach, hier ist der Garten. Okay. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Mit dem Löffel? Fest verschlossen. Okay. So. Mein Kittel wird mir nicht helfen. Ich muss vermeiden, dass mich jemand sieht. Okay, da kann ich also im Moment noch nicht lang. Pfleger, er soll aufhören. Er muss damit aufhören. Was haben Sie für ein Problem, meine Dame? Bauer,
muss sofort aufhören. Die Vögel sind seit 2 Tagen nicht gefüttert worden. Bauer muss die Körner gestohlen haben. Sie sollen fliegen. Fliegt raus, fliegt raus. Wenn sie fliegen, sind überall Vögel. Und die Männer im Weiß rennen panisch herum. Rennen, rennen überall hin. Ja, fliegt, ihr kleinen Männer, den Vögeln hinterher. Rennt hier hin, rennt dorthin, rennt überall hin. Männer im Weiß, rennt, rennt, rennt. Und sie werden mich nicht sehen, die Männer in Weiß. Jagen die kleinen Vögel weit, weit weg von hier. Dann gehe ich hin, wo ich will. Gehe hier hin, gehe dorthin, überall hin. Außergewöhnlich. Das sind alles sprechende Vögel. Fest verschlossen. Fest verschlossen. So? Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Okay. Na, da hinten haben wir ja mal schon mal was. Aha, wenn ich jetzt einen Kanister... Oder das? Wasser. Wirklich? Ui. Sowas. Hallo. Ach nö, ne? Ich muss vorsichtig sein, um keine... Der ist ja nicht sehr gesprächig. Möchtest du vielleicht die Puppe haben? Nein. Da denkt man, man wäre mal einen Schritt weiter. Und dann ist das irgendwie wieder hinfällig. Wasser. 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 Kann ich also auch nicht einfach reinschmeißen. Nein. Tja. Irgendwie habe ich keine sonderlich gute Idee jetzt gerade. Ich brauche immer noch irgendein Gefäß. Verdammte Hacke. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Bist du all... Was ist das? Ach nö, ne? Oh. Ich bin manchmal so dämlich, blind und keine Ahnung was alles. Ah.
So. Okay. Dann bringe ich die dem jetzt runter. Ich weiß zwar nicht genau, was er damit will, aber dann hat er es. So. Hier, mein Freund. Sie müssen mir sagen, wo... Sorgen Sie dafür, dass der Pfleger geht. Dann sage ich Ihnen alles, was Sie wollen. In Ordnung. Wo ist der Schlüssel zur Voliere? Das verrückte Mädchen. Bringen Sie ihr Ihre Puppe. Sie weiß es. Ich muss irgendwie die Pfleger loswerden, damit ich mich in Ruhe auf dieser Etage bewegen und mit dem Patienten sprechen kann. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Sehen Sie mal, wer Sie besuchen kommt, Fräulein. Heidi! Heidi! Du bist hier! Die bösen Männer haben dich weggenommen, aber du bist zurückgekommen. Heidi hat mir erzählt, dass sie zu Ihnen zurück wollte. Sie hat mir auch gesagt, sie wüssten, wie man die lieben Vögel aus ihrem Käfig befreit. Böse Männer haben Heidi weggenommen. Sie haben gesagt, ich bin ein böses Mädchen, weil ich diesem grässlichen Scheusal den Kopf abgeschnitten habe. Aber er hat angefangen. Er war zuerst böse. Hat er schreckliche Dinge getan, dieser böse Mann? Oh ja. Er ist in der Nacht zu uns gekommen. Er hat Heidi und mich in sein Zimmer mitgenommen. Bei den Vögeln. Und er war sehr, sehr gemein zu mir. Er hatte den Schlüssel zu dem Vogelhaus und er hat gesagt, wenn ich kein braves Mädchen bin, würde er sie wegschicken. Das hat mir nicht gefallen. Weil Heidi doch Vögel liebt. Der Schlüssel zum Vogelhaus ist also oben in seinem Zimmer, mein Kind? Ja, da ist er. Jetzt wohnt die Frau dort. Aber ich darf die Vögel nicht mehr sehen. Vielen Dank. Was sagst du, Heidi? Oh, du willst dem netten Mann Dank sagen. Und du hast ein Geschenk für ihn? Was bist du für ein liebes Mädchen? Oh, tu das ruhig. Heidi will Ihnen danken und ich soll Ihnen ein Geheimnis verraten. Als ich dem bösen Mann den Kopf abgeschnitten habe, wollte sie, dass er nie wieder zurückkommt. Also hat sie den Schlüssel in ihrem Bauch versteckt. Wir stehen in Ihrer Schuld, junges Fräulein. Und unseren ergebensten Dank an Sie, Heidi. Heidi... Heidi, deine Welt sind die Berge. Okay, ja gut, wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten. Bis dann, tschüss.